Manfred L. aus Erftstadt auf dem Ergometer. Der 28-Jährige würde eigentlich gerne laufen, seit Tagen aber schmerzt die Achillessehne. Auf dem Ergometer, auf dem die Belastung für die Sehne deutlich geringer ist, hält sich der Elektroingenieur fit. Eine schmerzende Achillessehne, für den Kölner Arzt Dr. Jens Ennepper eine der häufigeren Verletzungen, die er in seiner Praxis Orthopädie und Sport behandelt, vor allem bei Läufern. Die Achillessehne ist eine empfindliche Sehne im Körper, gerade beim Läufer häufig mit Problemen behaftet. Und wenn man nicht frühzeitig etwas unternimmt, können chronische Probleme entstehen und das ist natürlich extrem ärgerlich und langwierig. Bei Manfred L. dauern die Schmerzen nun bereits seit über einer Woche an. Höchste Zeit, einen Arzt aufzusuchen, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Und die kann bei einer Achillessehnenproblematik vielfältig sein. Zum Beispiel eine verkürzte Wadenmuskulatur durch unzureichendes Dehnen, falsche Laufschuhe, aber auch anfangs nicht ernst genommene Verletzungen können die Schmerzen verursachen. Ist auch an typischer Stelle so ca. 6 cm oberhalb von dem Fersenbein geschwollen. Hier ist die Durchblutung auch am schlechtesten. Die Sehne ist ja an sich sowieso schlecht durchblutet, deshalb verzögert sich oft die Heilung halt etwas. Und wenn man nicht frühzeitig anfängt, etwas dagegen zu unternehmen, hat man eben chronische Beschwerden. Und das stellt man halt hier auch ganz typisch fest. Ganz leichtes Reiben, typische Schwellung. Die Sehne selber ist aber nicht verdickt. Und das ist zunächst ein gutes Zeichen. Dennoch sind die Beschwerden von Manfred L. so stark, dass eine Entzündung zu vermuten ist. Und das hat Folgen für das Training in den kommenden Wochen. Also in dem Fall sieht man schon ganz klar, dass eben eine Entzündung des Gleitlagers vorhanden ist. Und hier ist es ganz wichtig, jetzt das Training vor allem einzustellen. Zunächst mal mit Fahrradfahren anzufangen, damit es einfach auch nicht schlimmer wird, damit keine chronische Problematik entsteht. Und das Laufen hängt dann von der weiteren Verlaufsform ab. Wir werden das noch weiter behandeln mit Physiotherapie, vielleicht auch mal mit der ein oder anderen invasiven Maßnahme. Um für das Laufen in Form zu bleiben, war und ist also der Ergometer in der Tat eine gute Wahl. Aber man kann noch mehr tun, damit es gar nicht erst zu schmerzenden Beschwerden kommt. Ganz wichtig hier die Stärkung auch der Wadenmuskulatur. Die Propriozeption, also die Tiefensensibilität, muss auch hier verbessert werden, um dann die Beschwerden im Bereich der Achillessehne zu vermeiden. Heute läuft Manfred L. wieder beschwerdefrei. Die Entzündung hat sich durch Behandlung und Laufpause erledigt. Und neben dem Lauftraining dehnt und stärkt der 28-Jährige heute regelmäßig seine Wadenmuskulatur.